Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was eigentlich überhaupt nichts mit Natur zu tun hat, sondern eigentlich mit einer Manipulation. Wir haben über Chemtrails schon Sendungen gemacht, wir haben aber auch Sendungen über Geoengineering gemacht und wie gewisse Dinge zusammenhängen. Und heute wollen wir da nochmals in die Tiefe gehen von diesem Thema zusammen mit dem Wetteradler, der sich damit beschäftigt und so vieles zusammenstellt. Gehen Sie einfach mal auf den YouTube-Kanal oder auf Telegram vom Wetteradler und machen Sie sich darüber selber ein Bild. Wenn Sie diese Dinge sehen, dann kommt man nicht mehr aus dem Staunen heraus. Der Paul Schlier, wo diesen Kanal letztendlich betreut und ins Leben gerufen hat, ist heute da und auch wieder mit ein paar Bildern. Wir schauen uns das gemeinsam an. Nach dem Intro. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast zeigen. Da ist er, lieber Paul, ganz herzlich willkommen. Und danke, dass du uns wieder schöne Bilder mitgebracht hast, wo wir mal versuchen, ein bisschen zu lernen, zu verstehen, was wir da genau sehen und wie wir solche Dinge eigentlich interpretieren können. Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo. Sehr gerne, danke. Wir fangen mal an. Wir haben hier ein Bild. Erzähl, was sehen wir da? Ja, das ist kürzlich erst entstanden. Das ist eine Aufnahme von NASA Worldview, genau. Rechts ist NASA Worldview. Und die ist vom Juli, glaube ich, 2022. Habe ich auch irgendwo gelesen. Ja, hier unten, genau. Juli 2022. Und was wir da im Prinzip sehen, ist, links ist eine mobile Radarplattform, also wasserfähig und dieselben oder ähnliche Einheiten sieht man manchmal auch auf dem Land. Das sind diese Doppler-Radare, diese Max-Wert-Radare. Ja. Das ist nur eine Wetterschutzkuppel, die man da sieht. Darunter ist das eigentliche Radar. Und dieses ist jetzt sehr wahrscheinlich, das ist die Theorie dahinter, wenn man eins und eins zusammenzählt. Wir sehen ganz oben, das haben wir also ganz oben ist nur der Bereich, der jetzt hervorgehoben wurde, in der Mitte ist. Ja. Und da sehen wir, dass mitten auf dem Ozean, nördlich von Island, sehen wir ein Wolkenbruch, also ein Loch, wo keine Insel ist. Da ist kein Terrain im Endeffekt. Und da sehen wir, dass dann plötzlich die Wolkenstruktur komplett aufgebrochen wird. Dieser Streifen, den wir da sehen, dieser gerade Streifen, das ist einfach nur von den Aufnahmen, von den Satellitenaufnahmen. Aber wenn man ein bisschen weiter rauszoomt noch wieder. Raus, genau. Na, noch ein Stück. So, ja, genau. Dann sieht man, dass diese Wolkendecke, die da eigentlich ist, kreisrund ausgeschnitten ist von etwas. Und innerhalb dieser Wolken, dieses Loches, sehen wir dann diese Frequenzmuster, die nach Osten heraus, nach rechts raus gestrahlen. Und da war einfach so war der Gedanke, dadurch, dass wir eben wissen, dass es diese Radare auch in mobil gibt, auf den Weltmeeren einsetzbar. Das ist, glaube ich, wird das genannt, das Sea-Based X-Band-Radar oder so. Ist jetzt natürlich die Vermutung, dass wenn da nichts ist an Widerstand, an natürlichen Widerständen wie eine Insel oder sowas mit einem Vulkan, wo die Wolkendecke sich dran brechen könnte und aufgehen könnte, sehen wir in dem Fall aber nicht, dass da ist keine Insel. Das heißt, was ist jetzt da an der Stelle und stanzt dieses Loch aus und erzeugt dann stattdessen diese Rippchen, diese Frequenzwellen, die ganz gezielt, die interessanterweise auch mit der Thermik gehen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Thermik, die kam eben von Nordwest rein nach Europa über Großbritannien runter und also so ein bisschen kühler schon die Luft auch, leicht polar. Und das Muster, was wir da gesehen haben, das sieht sehr danach aus, unserer Erfahrung nach, dass diese Frequenzen hier auch dazu dienen, die das Wetter ein Stück weit mitzusteuern, also einen energetischen Impuls zu geben, natürlich sehr stark, in die Atmosphäre hoch. Das ist das, was wir sehen in Form von Frequenzen, was dann die Thermik auch beeinflusst, in die Richtung zu ziehen. Weil die Technik ist ja da, über zum Beispiel das Haarpatent, nur das bekannteste, um hier wirklich auch den Jetstream, den Golfstrom zu beeinflussen, um wirklich thermische Bereiche zu erzeugen durch Aufheizung von Atmosphärenbereichen, auch großflächig, um hier an der Stelle zum Beispiel ein Hochdruckgebiet zu erzeugen. Und dann dadurch natürlich, wenn da ein Hochdruckgebiet ist, künstlich erzeugt, den Golfstrom, die Jetstreams zu lenken im Endeffekt. Und das gibt es ja in groß und in klein. Und das ist jetzt unserer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, dass das sowas sein könnte. Können wir nur noch hoffen, dass die wissen, was sie tun
und nicht letztendlich irgendwelche Naturkatastrophen ausgelöst werden, Hurricanes, Vulkane, weil wir einfach hier mit Sachen spielen, mit Werkzeugen spielen, die wir unmöglich noch kontrollieren können. Naja, wir haben noch ein paar Bilder für Sie vorbereitet, liebe Zuschauerinnen. Nicht alles ist schön. Ja, hier sehen wir jetzt zwei Inseln. Das ist auch eine Aufnahme von NASA Worldview. Mhm. Ist auch frei zugänglich, kann jeder reinschauen, auch Jahre und Jahrzehnte zurück. Und da sieht man sehr viele Details. Das ist eine sehr interessante Plattform. Und da sehen wir oben links die Kerguelen Islands. Mhm. Und aus dieser Insel, von dieser Insel ausgehend, so sieht es aus, kommen wieder entsprechende Frequenzmuster. Die Insel ist jetzt nicht wirklich so hoch, also es sind jetzt nicht wirklich Riesenberge, die da extreme Höhenverwirbelung erzeugen würden, aber trotzdem kommen da breitflächig Frequenzen raus. Und unten rechts auf dem Foto sieht man auch eine Insel, die interessanterweise eine andere Form von Verwirbelung hat. Mhm. Also wenn die Natur das jetzt ist, die da was erzeugt, warum hat die eine Insel so eine Charakteristik und die andere eine Wellencharakteristik? Das im vorigen Bild keine. Genau. Dort war gar nichts da. Genau. Oder? Also ist wieder ein Widerspruch in dem Sinn. Genau. Ja, dann haben wir hier mal kurz eine Übersicht, die wir mal zusammengestellt haben, wo wir denken, welche Systeme Einfluss nehmen könnten auf die Atmosphäre. Mhm. Und da haben wir einmal natürlich große Anlagen ganz oben links. Das ist das Icecut-System. Mhm. Das steht in Norwegen, in Tromsø. Und das ist wirklich auch eine Wetterforschungsstation. Es wird immer viel mit Forschung gesagt. Da wird geforscht, um es vielleicht zu verschleiern, dass da wirklich was gemacht wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eines der stärksten Systeme, das Icecut-System oben links. Und dann haben wir noch in der Mitte ist das LOFA, das LOFA Array. Das sind diese Platten auf dem Boden. Und die sind auch sehr interessant. Da haben wir auch ein ganzes Netzwerk in Europa, die irgendwie zusammenlaufen. Und da ist auch die Vermutung, dass die hier mit reinspielen in das Ganze. Links haben wir das klassische HARP Array, die HARP-Antenne. Und das ist einfach ein sehr altes System, sehr mächtig und sehr groß noch, das steht in Alaska. Mhm. Und ganz rechts in der Mitte ist das klassische Wetterradar, das Dopplerradar mit der Kuppel. Und die Vermutung liegt nahe, dass das alte System, das HARP-System, was damals in den 1970er, 80er Jahren entstanden ist, dass es natürlich mittlerweile viel fortschrittlicher, kleiner, effektiver gemacht wurde, um aber trotzdem das gleiche Ziel zu erfüllen. Klar ist doch anzunehmen, ja. Ja, hier sehen wir jetzt eine Aufnahme von, wo ist denn das? Auf, ich glaube, La Palma. Ja, irgendwo so da die Richtung, oder Gran Canaria ist das, glaube ich. Mhm. Und da sehen wir so ein Radar mal live, wie groß die eigentlich sind. Ist natürlich sehr verschleiert. Im Hintergrund sieht man diese riesengroße Kuppel. Mhm. Und da kann man sich schon vorstellen, dass da, das ist auch abgesperrt, das ist irgendwie ein militärischer Sicherheitsbereich, da kann man sich schon vorstellen, dass da an einiges an Leistung rauskommt. Hier ist nochmal eine Aufnahme von, ich glaube, Google Maps ist das. Mhm. Von derselben Anlage. Ja, und hier, das ist jetzt eine Aufnahme von windy.com, einfach eine Standbildaufnahme. Da sehen wir mal in Zagreb unten rechts. In Zagreb, da steht tatsächlich auch offiziell gekennzeichnet als HARP-Forschungsstation, HARP-Klimaforschungsstation steht offiziell da. Und da sehen wir immer wieder, auch zur Zeit der Unwetter, die im Ahrtal waren, die Überschwemmung, die aber weltweit tatsächlich waren. Deutschland war halt Ahrtal. Auch Österreich war betroffen und andere Länder, Amerika auch. Da sehen wir, dass diese Forschungsstation tatsächlich diesen donutförmigen Radarstrahl, dieses Radarmuster erzeugt, mit einem ausgeschnittenen Bereich. Das ist sehr wahrscheinlich der Strahlbereich. Und nördlich von dieser Anlage, die Anlagen sind übrigens alle mit einem Herzchen markiert. Mhm. Überall da, wo man ein Herz sieht, steht so eine Anlage. Ach, so viel? So viele sind das mittlerweile. Genau, und wird jetzt das derzeit aktive, also zu dem Zeitpunkt aktive Radar war das in Zagreb, was scheinbar irgendwie da was gemacht hat. Das wäre jetzt genau die Frage, ist das ein technischer Fehler? Aber wenn es ein technischer Fehler wäre, dass da so plötzlich so ein Donut zu sehen ist, dann sind es ziemlich viele technische Fehler, weil das ist täglich der Fall. Ne? Nicht unbedingt Zagreb, sondern auch andere Anlagen. Wir gehen jetzt nicht vielleicht jedes Bild durch, sondern du hast auch noch
Du sagst einfach, wenn du noch was intervenieren willst, oder? Ja, das ist jetzt nochmal ganz schnell das LoFa-Netzwerk, diese flachen Platten, die wir gesehen haben vorhin. Ja. Und das sind diese Platten, diese LoFa-Arrays, die liegen da, wo jetzt die roten Punkte sind. Das ist quasi, sind die Standorte. Und das ist schon sehr gut verteilt, sag ich mal. Und jetzt, also es ist offiziell tatsächlich auch so ein Radarnetzwerk. Ja? Mit Hauptsitz, glaube ich, in Holland, in den Niederlanden. Und da sieht man interessanterweise auch, wenn man die Radaraufnahmen, die Wetterbewegungen, die täglichen Wetterbewegungen verfolgt, bedeutet natürlich viel Zeit auch vor den Aufnahmen, dann sieht man ganz oft, dass da eine gewisse Thermik ist. Und die zieht dann über die Niederlande und dort dreht sie plötzlich im rechten Winkel und zieht woanders lang. Und das sieht für mich danach aus, als wenn hier irgendwie die Anlagen wahrscheinlich gerade irgendwas, vielleicht auch einfach eine Art Barriere erzeugen, eine energetische Barriere durch elektrische Leistung, wo die dann als so eine Art Schild dient für die Thermik, um einfach woanders lang zu ziehen. Mhm. Du hast mir in einer anderen Sendung mal gezeigt, wie eine Wolke Richtung Hawaii gekommen ist, in einen Strahlungswirbel gekommen ist und letztendlich ein Hurrikan rausgekommen ist. Zufall oder nicht Zufall, aber wir haben auch noch ein Bild, was du mir vorher gezeigt hattest, im Bereich von Feuerstürmen, also eines Brandes. Weißt du noch gerade, welches das war? Das ist der dritte von unten. Der dritte von unten. Gehen wir da mal rein. Und dann? Genau, da ist jetzt quasi, hat nicht direkt was mit Wetter zu tun, aber das war zur Zeit, ich glaube, das war vor 3 Jahren, das waren die California-Feuer. Und während man in den offiziellen Medien immer nur Bilder gesehen hat von Feuerwehrmännern, die in so schwarzen Wolken standen mit Wald, mit Feuer im Hintergrund, das waren die Bilder, die man gesehen hat, so Schreckensbilder quasi. Und das wurde immer als Wildfires, also Waldbrände, dann gezeigt. Wurden im Hintergrund schon auf alternativen Kanälen und Medien wurden Bilder verbreitet, die ganz klar gezeigt haben, dass hier der Waldbrand scheinbar nur auf die Häuser gegangen ist. Dass natürlich auch Bäume mal angekokelt wurden oder sowas, aber dass die Vegetation doch erstaunlich grün geblieben ist und intakt. Dafür, dass die Häuser alle geschmolzen sind bis auf die Grundmauern. Das sind alles Häuser gewesen da, hä? Genau. Alles weg. Genau. Und das ja, ist stimmt, jetzt das ist die Straße, hä? Das ist wie ein Quartier, alles weg. Nur die Bäume sind noch da, das ist schon kaum zu erklären. Hä? Genau, hier noch eine andere Aufnahme. Und da stellt sich wirklich die Frage, warum, wie ein Waldbrand sowas hinbekommt. Und dann hört es auch zack auf, hä? Mhm. Das ist jetzt wirklich eigenartig. He? Das gibt's ja gar nicht. Also da hat man möglicherweise ein Spielzeug entwickelt, das sehr mächtig ist. Wir wollten noch einen weiteren Ordner öffnen. Ja, wir haben zum Beispiel die Kraftwerke, können wir mal aufmachen. Ein höher, noch höher. Da, genau. Gut, schön. Ich sehe, ich kann es nicht lesen. Auf diese Leiter. So, ach ja, das genau. Genau. Und da ist jetzt eben auch die Frage, da haben wir uns jetzt immer häufiger gefragt, weil es wurde beobachtet, viele Zusendungen auch, dass die Kraftwerke, ganz normale Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, dass die immer dann an zu sein scheinen, besonders aktiv zu sein scheinen, wenn irgendwie die Wetteragenda oder das Wetter bewölkt vorsieht. Ne? Und das ist sehr spannend und diese wenn es jetzt nur Wasserdampf wäre, der aus diesen Kraftwerken austritt, dann ist die Frage, warum dieser Wasserdampf so extrem lange stehen bleibt. Weil jeder weiß ja, wenn du jetzt einen Wasserkocher nimmst und den anmachst, kann jeder im Prinzip zu Hause prüfen, gerade jetzt im Winter, den Wasserkocher mal auf den Balkon stellst, auf den Balkon, dann und den Deckel aufmachst, dann tritt da Wasserdampf aus. Und der ist nicht über 200 Meter zu sehen. Wie ist das zu erklären? Ne? Oder die Atemluft beim Joggen. Man geht ja auch nicht joggen und atmet aus und 2 Kilometer hinter dir steht deine eigene Atemluft noch. Und hier haben wir das wunderbare Beispiel. Hm? Genau, das ist jetzt ein Atomkraftwerk. Ich glaube, das steht in Tschechien, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und da sieht man wirklich, dass es die Quelle von einfach einer richtigen Wolkendecke ist. Alles andere ist logisch, hä? Ja, also das ist braucht auf jeden Fall Erklärungsbedarf. Ja, das muss man einfach auch mal unkommentiert anschauen. Das ist ja ein unfassbar großer Deckel.
Und wenn man sich natürlich jetzt die, das ist einfach, wenn bewölkter Himmel ist und die Kraftwerke natürlich, weil es ist ja nun mal auch Wasser dabei, mal abgesehen davon, dass vielleicht noch andere Sachen drin sein könnten, es ist auf jeden Fall schon mal Wasser dabei und warum immer zu diesen sehr bewölkten Tagen diese Kraftwerke alle an zu sein scheinen. Mhm. Berechtigte Frage, hä? Ja, das ist jetzt eine Aufnahme, die ist sehr interessant. Das ist von der NOAA, unten rechts. Und da ist einfach mal eine Satellitenaufnahme und da sieht man, dass ja einfach eine Wolkendecke im Prinzip. Jetzt erinnere ich mich gerade im Zusammenhang mit Wettermanipulation und Schnee. Hast du nicht mal ein Video gepostet, wo man den Schnee angezündet hat und er hat nach Plastik gerochen? Genau, dadurch, dass wir, also unser Netzwerk, sich schon länger mit dieser ganzen Wettergeschichte beschäftigen, haben wir uns einfach halt gefragt, wenn das Ganze manipuliert ist, sein kann, dann muss es ja irgendwo sichtbar sein. Mhm. Deswegen hat dann ein Freund von mir, hat dann beim Wandern einfach mal den Schnee, also Schnee genommen und hat dann einfach mal angezündet. Das war so eine Eingebung. Und das Teil ist halt nicht geschmolzen, sondern ist einfach nur schwarz geworden und hat nach Plastik gerochen. Und dadurch, dass der Kanal war zu dem Zeitpunkt ein paar tausend Leute groß, habe ich gesagt, hey komm, das ist relevant, das müssen wir jetzt einfach mal rausbringen. Dann können die Leute mal, ob das jetzt auch, weil es ist immer wichtig, ob das jetzt nur bei ihm so ist oder ob das auch bei anderen so ist und einfach mal so in Umlauf bringen und schauen, was passiert. Und das haben wir dann gemacht und ja, es ging um die Welt im Endeffekt. Die Menschen haben teilweise in Amerika den Schnee angezündet und dann einfach festgestellt, der schmilzt ja gar nicht. Und selbst wenn er nicht sofort schmilzt, das kann man ja auch ein bisschen thermisch erklären und so, aber warum kokelt der denn schwarz an, wenn da doch nur Wasser drin ist? Warum kokelt der schwarz an und riecht nach Plastik? Na, aber das deckt sich, dieses Phänomen deckt sich jetzt mittlerweile mit der Sache, die Klinghardt auch schon meinte, dass diese Metallteilchen, die da versprüht werden über das Chemtrail-Programm, dass die in Plastik, in Polymeren eingebaut sind. Das heißt, wir haben immer diese Polymer-Komponente, diese ja plastikartige Verbindung, die da mit drin ist. Und wenn natürlich der Schnee dann auch noch nach Plastik riecht, dann deckt sich das wieder. Und diese Polymerfasern, diese Plastikfäden, die kann im Prinzip jeder beobachten. Jetzt im Winter weniger, im Sommer sieht man es mehr. Da wird immer gesagt gerne, dass das der Altweibersommer wäre oder jetzt sind besonders viele Spinnenweben in der Luft und so. Komischerweise treten diese Spinnenweben immer dann auf, wenn extrem viel gesprüht worden ist. Und sie sehen auch, wenn man die einsammelt, diese Fasern, dann sehen die auch anders aus als Spinnenweben, auch besonders unter Mikroskop, das haben wir auch schon angeschaut. Sie erinnern wirklich von den Struktur, vom Verhalten her wirklich nach irgendwie, ja, so wie so Mikroplastik, also Mikroplastikfasern. Und das wiederum würde sich decken mit dem, warum der Schnee nach Plastik riecht. Ja. Ja, und hier sehen wir halt diese Fäden, die am Baum hängen. Das ist sehr, sehr viel mittlerweile und die Menschen glauben halt einfach, dass das Spinnenweben sind. Dabei muss das schon lange nicht mehr alles ein Spinnenweben sein. Ach, jetzt sehe ich's erst. Genau, da gibt's eine Aufnahme, habe ich kürzlich erst gesehen, von einem Adler oder eine Bussard oder so ein Falke. Das hat er. Ja, genau. Und da sieht man eigentlich jetzt schon, dass das nicht aussieht wie ein Spinnenweben. Das ist viel zu fein gekräuselt. Genau. Ja, wenn man dann, das ist natürlich für die Natur auch extrem interessant, wenn man so einen Adler sieht, der da oben seine Runden dreht und dann hinter sich so einen Schweif an Plastikfäden zieht, das ist der fliegt ja da durch und sammelt das auf. Das ist natürlich hochgradig schwierig. Das ist jetzt eine Nahaufnahme, genau, die haben wir zugesendet bekommen. Sollst du mir jetzt auch wieder anzünden und schauen, nach was schmeckt, hä? Oder genau, riecht? Das kräuselt sich, das schmilzt im Prinzip. Ne? Da so für die Größe mal, gibt es in unterschiedlichen Größen, teilweise handgroß, manchmal klein, hier ist einer am Finger dran. Die sind auch sehr, sehr klebrig. Also nicht klebrig, das ist kein Klebstoff, sondern das ist so, ja, wie jetzt, wenn sich's verhakt oder sowas. Und das hängt einfach so im Wald herum. Ja, zu der Zeit schon. War jetzt unten steht's, glaube ich, auch. Das ist jetzt aus Deutschland. 7.10.21. Genau, in Götzlau. Götzlau, genau. Aber es weltweit wird das beobachtet. Sieht aus wie eine Wäscheleine, ist es aber nicht. Ich habe das noch nie gesehen oder nicht geachtet. Ja, jetzt wissen wir es, jetzt können wir darauf achten. Und dann auch mal anzünden und dann schicken wir das am Wetteradler. He?
Und auch sehr groß. Ne? Hier, das ist jetzt irgendwie so ein Baukran oder sowas. Mhm. Also wirklich eine Maschine von der Baustelle. Und da sieht man, wie groß die ist. Und ja, das Ding ist schon ganz schön lang. Das sind ja 2-3 Meter oder sowas. Und auch so massiv, so dick. Und du meinst, das kommt alles auch über Sprühvorrichtungen raus? Solche Ja. Fäden. Wenn es geht hier um die Punkte zu verbinden, wenn der Schnee nach Plastik riecht, was schon mal an sich keinen Sinn macht, Arbeiten von Klinger zum Beispiel ergeben haben, dass da eben auch dass diese Teilchen in Plastik ummantelt sind. Dann haben wir schon mal zweimal die Komponente Plastik. Und dann sehen wir, dass diese Fäden besonders dann auftreten, wenn die Flugzeuge wieder ihre Streifen hinterlassen haben. Und dann daraus resultieren dann immer diese, wird oft gesagt, dass es einfach nur Cirruswolken sein. Aber ich glaube schon lange nicht mehr, dass das alles einfach Cirruswolken sind. Und hier links unten sieht man im Prinzip den Chemtrail noch, der so schräg hochgeht, so dicker. Ja. Und daraus kristallisieren sich dann diese Fasern raus, weil die werden natürlich ausgebracht und dann der Theorie nach und werden dann vom Wind gegriffen und ziehen dann in der Atmosphäre halt so dahin. Und das sind dann so diese Fasern und die sinken dann irgendwann ab und landen zwischen den Bäumen und so weiter. Und dann kennen mittlerweile sehr viele Menschen, dann gehst du einfach spazieren und plötzlich läufst du dann wieder durch irgendwas durch und das verhakt dann so. Und dann du denkst, du läufst durch Spinnenweben, aber das ist so viel mittlerweile. Und wenn man mal genau drauf schaut und das untersucht, auch mal einfach Mikroskop kostet auch nicht viel Geld, so ein kleines, dann kannst du schon den Unterschied sehen zu Spinnweben. Ja, das ist sehr, sehr spannend, das Thema. Und hast du einen Sinn dahinter, hinter diesen Fäden, diesem Plastik, warum ist das da jetzt da herumhängt? Ja, also es könnte natürlich sein, dass, wenn man jetzt aus Sicht der Wettermanipulation denkt, dass es relevant sein könnte, dass diese Stoffe, sage ich jetzt mal, grob gefächert, diese Stoffe, so lange wie möglich in der Atmosphäre bleiben. Mhm. Und dass sie nicht sofort zu Boden senken. Und da, um sie halt länger in der Atmosphäre zu halten, könnte man theoretisch halt feine Fäden verwenden, die das dann einfach so dahin tragen. Plus, dass man natürlich auch eine gewisse Leitfähigkeit hat. Weil wenn wirklich, angenommen, diese Fäden sind wirklich Mikrometallen, so Aluminiumfaden, der von Plastik umhüllt ist. Angenommen, dann wäre das natürlich aus Sicht der Leitfähigkeit extrem sinnvoll, sowas zu versprühen, was denn so ein Bett an Fäden ergibt, wenn man denn mit Signalen dagegen strahlt, dass es dann wiederum reflektiert. So ein Metalltuch. Mhm. Und irgendwann fällt es halt dann gerade trotzdem runter, hä? Genau, am Ende kommt es alles runter, ja. Oh je. Also da werden Dinge gemacht, die wir noch überhaupt nicht verstehen können, aber sie werden gemacht und wir haben die Fakten gesehen, wir haben Bilder gesehen und diese Bilder müsste man interpretieren. Also wenn sich jetzt jemand, ein Experte da draußen melden würde und sagen, ich kann das alles widerlegen, dann wärst du auch nochmals hier im Studio und wir schauen das uns zu dritt an. Das wäre mal interessant, ja, was da die offizielle Erklärung wäre, auch für den Plastikgeruch vom Schnee zum Beispiel. Mhm. Was natürlich bestimmt nicht stimmen wird, aber jetzt kommt ja bald der Schnee wieder, dann können sie alle wieder selber testen, oder? Mhm. Genau. Gut, Wettermanipulation heißt es immer so schön, das ist eigentlich nur diese Verschwörungstheorie mit Chemtrails. Was aber viel tiefer geht, ist das Geoengineering, das ist was anderes und da wird auch offiziell zugegeben, auch von allen Staaten, mit Ausnahme von 12 Ländern, machen da anscheinend alle mit, weltweit. Aber was genau da gemacht wird, daher sind wir als Bevölkerung eigentlich total eigentlich im Dunkeln gelassen worden. Und ich denke einfach, dass wenn man da oben mit Sachen spekuliert und macht und tut, dass das auch einen Einfluss haben könnte auf unsere Gesundheit. Nicht zuletzt fragen wir uns auch immer wieder, warum gewisse Blutwerte, die man durch eine Blutwäsche ins Labor analysiert und sieht, dass da über 50 verschiedene Schwermetalle dahinter sind, muss man sich ja einfach auch die Frage stellen, wie kommt das in unseren Körper einfach auch rein? Was einfach sicherlich nicht von Natur gegeben ist. Möchtest du noch irgendwie ein Fazit abgeben? Lieber Paul, wir haben jetzt 4 Sendungen gemacht und eine schöne Reihe, schöne Doku darüber gemacht, über die ganzen Verschwörungstheorien, wo wir eigentlich offen sind für Gegendarstellungen. Ja, im Endeffekt ist das Wichtigste ist erstmal, dass die Information da ist, dass einfach da kein Deckel draufgelegt wird, sondern dass es einfach fließen kann, dass die Informationen da sind, was passiert da einfach. Und das heißt, wenn jemand schon da jetzt dieses Wissen hat, da auch jeder für sich auch einfach, es geht immer um Eigenverantwortung, auch weiter zu recherchieren, nicht das Ganze abzuwälzen auf irgendwelche Petitionen oder irgendjemand anderes wird es schon richten, das ist ja in allen Bereichen so, sondern
bei sich selber im Prinzip anfangen und mit den Nachbarn einfach das Thema auch in Umlauf bringen. Weil früher oder später hat man dann mal wirklich einen Experten für Elektrotechnik, für Ärzte, für also die gesundheitlichen Auswirkungen dann auch beurteilen können. Wirklich auch Meteorologen, die nach vorne kommen und sagen, ja, so und so. Und dass einfach da ein Gespräch in Gange kommt, mit was wir es hier zu tun haben. Weil schlussendlich atmen wir das alle ein und wir sind alle betroffen davon. Und deswegen, es muss nach vorne kommen, das Thema. Es ist schon seit dem Zweiten Weltkrieg im Endeffekt, seit 70 Jahren oder sowas, ist es jetzt mittlerweile immer so in der Verschwörungsecke gewesen. Es ist einfach an der Zeit, weil ich meine, es zeigen ja auch Messergebnisse, dass die Weltmeere betroffen sind, dass einfach so wie so eine Plastikschicht im Meer ist, dass die Meere nicht mehr atmen können. Es verdunstet gar nicht mehr genug Wasser, um wiederum der ganze Zyklus der Erde, es klingt schon fast nach Terraforming. Und Terraforming so ein bisschen zu unseren Ungunsten und der Natur und der Tiere. Das ganze Ökosystem hängt da dran und das Bienensterben wird wahrscheinlich auch irgendwo mit Plastikfäden in der Luft zu tun haben oder Elektrosmog und solche Geschichten. Es muss nach vorne kommen und einfach drüber reden und sich nicht irgendwie schämen, wenn man jetzt bei einem Geburtstag oder sonst was das Thema anspricht, sondern einfach drüber reden. Ja, man kann ja auf deinen Kanal verweisen und da können alle miteinander staunen, was man da alles sehen kann, oder? Ändern, weißt du, nur mit Reden werden wir auch nichts ändern. Klar ist die Aufklärungswille da, aber wir ändern immer noch nichts ändern. Ja, aber es geht ja weiter, wenn man jetzt, wenn jetzt immer mehr Menschen das wissen, irgendwann kommt es dann auch an die Piloten ran, zum Beispiel, die diese Flugzeuge fliegen. Dann kennt man jemanden, der ist Pilot und dann wissen die Freunde, hey, was ist denn da eigentlich los? Wieso das und das und das? Und dann kommt dieser Bereich, also die Meteorologen und die Piloten, die im Moment vielleicht auch sich vielleicht noch nicht trauen, nach vorne zu kommen, die werden dann auch in gewissermaßen unter Druck kommen, sozialen Druck einfach, weil einfach die haben eine gewisse Verantwortung und die Menschen stellen Fragen, auch aus dem eigenen Freundeskreis. Hm. Und ich denke mal, da kann man dann auch viel bewegen, wenn das einfach publiker wird, das Thema. Und du hast uns ja auch Aufnahmen gezeigt von Piloten, die das aufgenommen haben, was für ein Flugzeug vorne dran gerade gelaufen ist. Das ist einer der erste und der zweite Sendeteil, wo wir heute gedreht haben mit dem Paul Schlie. Schlie oder Schlie? Ich sag Schlie. Schlie. Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, das noch am Schluss gesagt. Gut, Sie können diese Sendung alle wieder bei uns anschauen auf qs24.tv oder einfach auf dem YouTube-Kanal oder gehen Sie einfach wirklich mal in den Telegram-Kanal rein oder YouTube-Kanal von meinem Gast unter Wetteradler. Und wenn Sie in Gespräche vertieft werden oder konfrontiert werden, wo Sie nicht weiter wissen, einfach lassen Sie die Leute diesen Wetteradler einfach mal anschauen und sich einfach selbst fragen, kann das wirklich alles naturgegeben sein? Ist das alles nur so harmlose Kondensstreifen und das ganze Thema reine Verschwörung? Ich lasse es offen und ich bitte einfach darum, dass die Experten, die uns alles widerrufen können, widerlegen können, was wir heute gezeigt haben, sich doch bitte bei uns zu melden, damit wir hier auch eine andere Sichtweise unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vermitteln dürfen. Das würde mich freuen. Danke fürs Zusehen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.